Nein! Warum musst du mich immer alleine lassen, Papi? Armes Baby. Catnap, ich könnte auf ihn aufpassen. Das wäre großartig. Aber wenn ihm etwas passiert, dann wird das dein Ende sein. Ich werde sie nicht enttäuschen, Sir. Okay. Es sieht so aus, als würden wir eine großartige Zeit... Oh nein, wo ist das Kätzchen hin? Baby Catnap, kannst du mich hören? Oh, mein Hund. Es passt perfekt, oder? Nein, Baby, tu das nicht. Was? Nein! Das war so gefährlich! Mach das nie wieder! Autsch, das tut wirklich weh! Ich kann nicht glauben, dass ein kleines Babykätzchen so hart zuschlagen kann. Wo ist es jetzt hin? Er ist nicht nur sehr stark, sondern auch sehr schnell. Ich sollte besser anfangen zu suchen. Wow! So viele magische Tränke und so wenig Zeit! Doc, dem muss wirklich nah sein! Ich muss mich beeilen! Prost! Nein, Baby Catnap! Machst du Witze? Gib mir das sofort! Tränke sind nichts für Kätzchen wie dich! Puh, ich musste dich fast ins Krankenhaus bringen, süßes Baby! Hä? Wo ist es jetzt hin? Oh nein, ich bin schrecklich darin, auf Babys aufzupassen. Oh wow, ich hätte nie erwartet, so ein Festmahl zu finden. Es sieht so aus, als wäre heute Baby Catnaps Glückstag. Das Beste an all dem ist, dass Doc Day mich noch nicht gefunden hat. Also kann ich tun, was ich will, ohne dass mich jemand aufhält. Wow, und der Preis geht an mich. Ich gewinne immer. Da bist du ja, du freches Baby. Köstlich. Oh nein, Zeit zu verschwinden. Pass auf das Feuer auf, du könntest dich daran verbrennen. Wow. Ist es nur mir so heiß hier? Das war nicht das, was ich im Sinn hatte, als ich daran dachte, Spaß beim Babysitten zu haben. Bitte hilf mir jemand. Du bist lustiger, wenn du in Flammen stehst, Doc Day. Wow, ich muss vorsichtig sein, wenn ich durch die Küche gehe. Das sieht nicht gut aus. Sie sehen aus, als könnten sie jeden Moment fallen. Nein, ich will nicht mehr frech sein. Oh, ich rieche wie chinesisches Essen. Baby Catnap, nein! Doc Day, hilf mir! Halt durch, Baby! Hilfe ist sofort unterwegs! Bitte, beeil dich! Nein! Kätzchen! Aber jetzt bin ich in Gefahr, als Anspitze benutzt zu werden. Wow! Das war wirklich aus welchem Zirkus kommst du? Ich bin hier weg. Ja. Baby, komm her. Baby, wo hast du dich versteckt? Ich habe Kätzchen. Sei leise. Ich versuche, Hornstorm zu schauen. Du willst ein paar Cartoons sehen, oder? Ja, klar. Endlich ein neues Opfer. Hey, das ist nicht Hornstrump. Ich will sein Freund sein. Es freut mich, das zu hören, Kleiner. Huggy Wuggy wird von nun an dein bester Freund sein. Ja, das ist großartig. Ich werde dieses Essen genießen. Hey, geh weg von ihm. Baby, das war mein Mittagessen. Verdammtes Monster. Ich werde nicht zulassen, dass du ihm wehtust. Die Stunde der Freude ist lange vorbei. Zeit, den Fernseher einfach alle mal auszuschalten. Nein, du wirst für das bezahlen, was du tust, du dummer Hund. Fernsehen ist heutzutage gewalttätig. Szene 13, Take 1. Und Action! Heirate mich! Ja, das werde ich tun! Sie rechnen nicht mit mir. Ich habe auf diesen Moment mein ganzes Leben gemacht. Oh mein Gott! Woher kommt dieses Baby? Aus deinen tiefsten Albträumen! Du meine Güte! Ich habe den größten Preis gefunden! Wuhu! Nein! Stopp dieses Baby! Zeit, B zu stimmen! Gerechtigkeit regnet von oben! Was können wir tun? Wir sind in Gefahr! Critters, habt ihr diese Katze gesehen? Oh, wenigstens habe ich ihn gefunden. Niemand kann sich vor meinem Blick verstecken! Nein, Baby Catnap, hör auf zu schießen! Bring mich dazu! Oh, ich verliere das Gleichgewicht! Bitte hilf mir! Nein, Catnap wird mir den Kopf abreißen! Nein, das macht Spaß! Halt durch, Baby! Boah, nein! Kostenloser Bungee-Jump für mich! Wuhu! Baby, nein! Ja! Wuhu! Gute Arbeit! Das war wirklich knapp! Hey! Hi! Was haben wir hier? Ein Miniatur-Catnap? Sei vorsichtig, Baby! Dieser Cyborg ist gefährlich! Ignoriere ihn! Ich habe eine kleine Überraschung für dich! Das ist absolut ekelhaft. Ein Wesen so widerlich wie du verdient es nicht zu leben. Ich werde nicht zulassen, dass du das tust, du Fiesling. Du Insekt, was? Gib mir sofort das Baby, Doc Day. Ich habe meinem besten Freund versprochen, dass ich auf ihn aufpassen werde. Deine Versprechen interessieren mich nicht. Dieses Baby ist ein völlig widerliches Wesen und muss so schnell wie möglich eliminiert werden. Hörst du mich? Du bist völlig verrückt. Nein, Baby Catnap. Das ist überhaupt nicht gut, Doc Day. Was passiert hier? Eine Achterbahn? Das ist der beste Tag überhaupt! Kitty, ich komme! Wohin denkst du, dass du gehst, Schoßhund? Auf Wiedersehen, Doc Day! Aber endlich bekommt er, was er verdient! Ich liebe Vergnügungsparks! Baby Catnap, nein! Wie aufregend! Was? Es ist kaputt! Genau zur richtigen Zeit! Smiling Critters, ihr seid gekommen! Aber klar doch! Weg von ihm! Was mit einer Kinderserie zu benutzen ist, schummeln! Jeden Tag! Vielen Dank, Leute. Ihr habt mich gerettet. Ja, oh, mein kleines Kätzchen. Ich bringe dich in einen Vergnügungspark, der weniger gefährlich ist als dieser hier. Endlich sind wir zu Hause. Ich hatte heute so viel Spaß. Gut zu wissen. Wir hatten heute ein großes Abenteuer. Jungs, ich bin zu Hause. Wie geht es meinem Kind? Daddy, ich hab dich vermisst. Catnap. Sieht alles in Ordnung aus. Geht es dir gut?
Natürlich geht es mir gut, mein Freund. Ich bin nur ein bisschen müde. Du kannst mich von jetzt an Dognap nennen. Oh, ich verstehe. Bilde Teams. So und aufregend. Wir mischen euch in die Teams. Juhu. Los geht's, Team A. Und ihr auch. Ich kann es kaum erwarten, wow. Damit zu spielen. Viel Glück mit dem Mädchenkater. Was meinst du? Oh Mann. Der Boden ist doch Süßigkeit. Schmetterling. Essenszeit. Ihr wisst, wie es geht. 100 Sit-Ups zum Aufwärmen. Stell dich der Wahrheit, Catnip. Du hast keine Chance. Du wirst diese Worte noch bereuen. Keine Chance. Gut, Kinder. Die erste Herausforderung wird ein Wettrennen. Nur ein Läufer pro Team. Der erste, der 3 Runden läuft, ich will gehen. Gewinnt. Ich will gehen. Oh, wirklich? Dann gehe ich auch. Oh, okay. Auf die Plätze, Kinder. Verlierer. Fertig. Los. Los, Catnip, los. Warte mal. Crafty, huh? Siehst du das? Das habe ich in Mario Kart gesehen. Was ist los? Schon außer Puste? Das war zu viel. Wir müssen etwas dagegen tun. Los geht's. In der Route zu laufen, bitte nicht helfen. Ich bin fast da. Er wird gleich fallen. Wow, ein Baum. Was ist los? In mein Gesicht, Hund. Dafür wirst du bezahlen. Was? Bis dann! Das kann doch nicht sein! Du schaffst das, Kumpel! Steh nicht nur rum! Hilf mir! Oh, richtig, Entschuldigung! Ich komme, Catnip! Kostenlose Fische! Hol euch kostenlose Fische! Komm schon, sie sind kostenlos! Kostenloser Fisch? Da bin ich dabei! Catnip! Lecker! Oh, das Rennen! Er hat seinen Vorsprung verloren! Keine Sorge, ich übernehme das! Ich bin unaufhaltsam! Was? Darauf würde ich nicht wetten. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Hä? Der Erste, der das übersteht, gewinnt. Was? Heiliger Strohsack! Wow! Herr Jemine! Oh nein! Piggy, was hast du getan? Woher sollte ich wissen, dass er bewaffnet ist? Das ist der wird uns nicht erreichen, wenn wir auf diesem Baum sind. Nicht wirklich, aber das ist das Beste, was wir haben. Oh nein! Er wird uns erledigen! Oh, du Monster! Lass meine Schüler in Ruhe! Was? Das war verrückt. Geht es dir gut, Kumpel? Ja, danke der Nachfrage. Letzte Runde. Wer wird gewinnen? Was für eine Frage. Natürlich werde ich es sein. Wirklich? Dieselbe Banane? Der Gewinner ist Team A. Das ist eure Schuld, Leute. Gebt euch mehr Mühe. Gut, das nächste Spiel ist Flagge erobern. Das Team, das nach 3 Minuten die Flagge hält, gewinnt. Und los! Los! Tada! Schnappt euch! Holt die Flagge! Ein wenig Hilfe hier! Was zum? Ich kann Doc Day nicht sehen. Wo ist er? Hab sie! Gib sie zurück! Komm her! Ich nehme das hier. Dankeschön. Nicht, wenn ich hier bin. Ich muss das beschützen. Oh Mann, was mache ich jetzt? Autsch! Danke. Komm schon, hol dir deine eigene Flagge. Es gibt keinen Ausweg. Die Zeit für Spielchen ist vorbei. Nein, 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 nein. Es ist vorbei. Schnapp die noch. Sie ist unser. Nun ist die Pause vorbei. Team B ist der Gewinner. Hurra! Siehst du diesen Sternverlierer? Nächstes Spiel. Vielleicht ist das noch interessanter gestaltet. Das ist Wahnsinn! Schon Angst, was? Ihr werdet schon noch sehen. Los geht's! Ihr verliert den Boden! Das reicht nicht. Wir müssen etwas tun. Haltet das Seil. Kitzel, kitzel. Nein, hör auf. Was machst du da? Das sind meine Teamkollegen. Bring diesen Hasen hier weg. Das Seil. Oh, Mann. Leute. Ich will nicht herausfinden, ob Katzen auf ihren Füßen landen. Oh, da muss es doch etwas geben. Das ist es. Oh nein, Frieden.
Sieg für Team A! Wir haben es geschafft! Yeah. Ich habe euch gesagt, ihr sollt besser werden. Diese Typen. Ah, mein Schwanz! Das letzte Spiel werden 11 Meter sein. Und das siegerreiche Team wird 2 Sterne bekommen. Warum sollte mir das wichtig sein? Die Spiele sind manipuliert. Ja, wir können es immer noch schaffen. Sie haben 1 Stern mehr als wir, wenn wir 2 bekommen. Stimmt, wir müssen das gewinnen, egal wie. Also, wer wird der Torwart sein? Ich. Ich. Los geht's. Dieser hier ist für die Mädels. Vorsicht. Ich hatte ihn. Weg da, Verlierer. Ein gerader Schuss. Ich sag dir, ich bin wirklich gut darin. Los geht's. Wirklich? Guter Fang. Dein Team ist kein Match für uns, Catnap. Glück gehabt. Ich werde dabei immer so nervös. Was? Wirklich? Das habe ich von Ronaldo gelernt. Du solltest von Messi lernen. Du hast keine Chance. Sicher, Kumpel. Das sagst du nur, weil du meinen Igelschuss noch nicht gesehen hast. So viel Kraft, aber nicht genug. Yeah. Was? Aber mein Igelschuss. Das ist es. Wenn ich diesen Schuss mache, gewinnt mein Team. Komm schon, Dog Day, du schaffst das. Das hier ist für euch, meine Jungs. Mach dich bereit. Catnap. Wow. Das kann nicht sein. Oh, Mann. Ich werde diesen Sieg mein ganzes Leben lang feiern. Ja. Was habe ich getan? Das Spiel ist vorbei. Aber was ist mit dem Entscheidungsspiel? Diese Folge ist so lang geworden. Mein Mittagessen wartet. Ja, wir haben gewonnen. Lass uns gehen. Wie konnte das passieren? Was ist los, Kumpel? Ich habe verloren. Oh. Willst du den Pokal? Du teilst ihn mit mir? Natürlich. Leia, bitte. Ich will nicht sterben. Papa Bam. Deine Zeit zu sterben ist nun gekommen, kleines süßes Kätzchen. Tschüss. Oh, mein großer Hund. Wie könnte man ihn töten? Du glaubst, du kannst dich vor mir verstecken? Das war gar nicht meine Intention. Bitte tu mir nicht weh, Player. Ich bin so jung zum Sterben. Fertig oder nicht, der Häcksler kommt jetzt. Am Ende bist du, mein Bösewicht dieser ganzen Geschichte. Wolltest du der Held sein, der korrumpiert wurde, oder warst du schon immer ein böser Bastard? Held oder Bösewicht ist doch das gleiche, Dog Day. Lass dich zerquetschen. Wenn ich was dagegen tun kann? Oh, du Bösewicht. Böser Hund, was denkst du, wo du hingehst? Nenn mich Bösewicht, aber ihr seid die Bösen hier. Wir sind die Bösen? Du warst doch derjenige, der auf mich geschossen hat, und du hast doch vorher alle meine Freunde getötet. Komm sofort hierher, Dog Day. Wo hast du dich jetzt versteckt? Ich hätte dich töten sollen, als ich die Chance dazu hatte. Hinter dir, Bastard! Ich fall doch nicht auf diese offensichtliche Falle rein. Nein, warte! Stehe! Ist das heldenhaft genug für dich? Nach allem werde ich wohl ein Bösewicht sein, mein Hundefreund. Töte mich nicht! Ich habe immer gedacht, du bist ein Held! Hey, irgendjemand hat gerade einen Fall auf mich geschossen. Wir sind auch noch hier! Die kommen immer wieder. Du wirst dafür bezahlen, dass du all unsere Freunde getötet hast. Denkt ihr wirklich, ich hätte Angst vor euren Pfeilen? Nein, Dog Day, lass mich dir helfen, Buddy. Halte durch, ich bin da. Du Mörder. Für was? Dass ich Plüschtiere mit Zähnen getötet habe? Plüschtiere? Bring mich nicht zum Lachen, Buddy. Wir sind Menschen, die jeden Tag versuchen zu lächeln. Ich auch. Mein letztes Mal, Sie. Wir haben es, Dog Day. Was? Nein, Dog Day. STIRB. Jeden Tag. Ich dachte, du wärst ein guter Kerl, Player. Das kann ich nicht erlauben. Ich kann nicht zusehen, wie meine Freunde sterben. Einer nach dem anderen nicht mehr. Tut mir leid, das ist nutzlos. Wir werden uns mit einem großen Grinsen an sie erinnern. Ich will nicht sterben, Player. Wer fragt das? Nein, bitte, tu mir nicht weh. Ich fliehe dich an. Weniger reden. Tust du das? Weil... Nimm das. Bist du okay? Ja, ich denke schon. Danke, Bubba. Heilige, wer wagt es, mich zu unterbrechen? Bubba Bubba Fund, das lächelnde Kuscheltier, das dich für alles bezahlen lässt. Warte, hast du mich gerade zu einem Duell herausgefordert? Dann los, bis zum Tod. Schon. Ich habe noch nie eine Niederlage erlebt. Aber jetzt schon. Sehr gut, ich glaube, mein Job ist für heute erledigt. Jetzt wird es Zeit, nach Hause zu gehen und... was war das? Was zur Hölle ist mit dem Ding los? Blockiert dein Glied oder... Auf keinen Fall. Das süße kleine Kätzchen wird nun zu deinem schlimmsten Albtraum-Player. Das ist unmöglich. Du dachtest, du könntest mich so einfach töten, oder? Oh, okay, okay. Ich werde den Tod all meiner Freunde rächen. Ich habe keine Angst vor dir. Du hast keine Angst, Player? Autsch, echt nicht? Aber das solltest du. Heiliger Strohsack. Damit kommst du nicht davon. Das bin ich schon. Hab all deine Freunde erwischt. Und du bist der Nächste, sobald ich einen Ausweg finde. Sackgasse, kleiner Mann. Unterschätze mich nicht. Au. Wie hartnäckig. Ich nutze meine Chance und flüchte. Wow, heiliger Bimbam. Das wird dein Ende sein, Player. Ich habe einen Fehler gemacht. Bitte verschon mein Leben.
Ich werde es genießen, den letzten Schrei aus deiner Lunge zu hören. Ist das wirklich mein Ende? Catnap, stopp! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Blöde Maschine. Alles wendet sich zum Guten. Für Spieler. Nun zurück du in den Hexler. Du solltest uns alle retten. Süße Träume. Oh, ich glaube, ich habe da was gehört. Dich habe ich wohl vergessen. Keine Sorge, du wirst sie gleich wiedersehen, Crafty. Du wirst nun den Endgegner kennenlernen, den Häcksler. Aber ihr seid alle welche. Und hey, tschüss. Stopp. Was? Wer ist da? Die können sofort los. Wir spielen doch nur. Kann jemand dir nur wehtun, Crafty Corn? Nur böse Menschen. Sie brauchen Liebe. Wieso willst du sie umbringen? Er ist kein Held mehr. Aber ihr seid die Bösewichte in meiner Story. Dugday, das war nicht nett. Aber wenigstens verraten Bösewichte ihre Pläne nicht laut. Was? Was meinst du mit all dem? Ich meine damit, nur Player hat sie schon alle getötet. Und nun habe ich nur noch dich, mit der ich Spaß haben kann. Das war ein tolles Schauspiel. Wir haben sie fertig gemacht. So wie es Helden tun. Helden existieren jetzt nicht mehr. Das Flohmittel für Hunde macht mein Fell seidig glänzend. Das stimmt, aber du siehst für mich immer wunderschön aus, Süße. Danke, du bist mein bester Freund. Bester Freund? Aber ich dachte, wir wären da etwas mehr wie Freundschaft. Nun, ich weiß nicht, wie du darauf gekommen bist. So leicht gebe ich nicht auf, Lady. Erbärmlich. Warte, Süße, wir wären doch ein schönes Paar. Du und ich. Gib mir einfach die Chance, dir all meine Liebe zu zeigen. Du hast schlimmeren Mundgeruch als Kevin. Oh, wie peinlich. Lass mich mal einen Moment, das haben wir gleich so. Jetzt können wir knutschen. Ekelhaft. Lass mich in Ruhe, du Loser. Oh, Doc, was kann ich nur tun? Bleib am Boden. Oh, ist hast du auf mich gewartet, oder was, Liebling? Nein, du bist alles, was ich brauche. Hat dich der blöde Hund da etwa belästigt? Ja, aber wen interessiert's? Lass uns gehen. Bye, Dugday. Ich gehe jetzt mit meinem festen Freund aus. Warte, was? Catnap? Was meinst du mit festen Freund? Ich kenne da ein gutes Plätzchen. All diese Worte treffen mich mitten in mein Herz. Das können sie nicht mit mir machen. Ich muss was dagegen tun, aber was? Ich könnte sie mit ihrer Lieblingseiscreme überraschen. Er hat dich einfach nicht verdient. Nun, ja, wir sind weiß. Hier, ganz alleine. Also... Ach, komm her, Hübscher. Ha! Wenn du darauf bestehst, Süße. So hungrig. Ich hab's seit gestern nicht gegessen. Keine Sorge, Honey. Ich kümmere mich um dich. Erledigt. Genieße meine Kochkünste. Bist du verrückt? Ich kann doch keine Fischgräte essen. Oh mein Dog, ja, es ist Eiscreme. Und das ist auch noch deine Lieblingssorte Kirsche. Dugday, daran hast du dich erinnert? Danke. Das ist das Mindeste, was unmöglich. Du verdienst. Keiner nimmt mir meine Freundin weg und das auch noch vor mir. Das weiß ich zu schätzen. Was ist los? Oh, warum hast du es mir weggenommen? Es tut mir leid, Babe, aber das Eis ist absoluter Müll. Was? Da ist nichts Ekliges an dem Eis, Catnap. Eine Lady sollte nicht so eine mindere Qualität essen. Du verdienst also was viel Leckereres. Oh, das ist gut. Mehr Eis. Ich habe gerade einen Riesenspaß. Du hättest nie zweifeln sollen. Ich gewinne! Hau ab! Damit kommst du nicht so einfach davon, das schwöre ich, verdammte Catnap! Vielleicht hat er recht und ich bin ein Loser. Nein. Oh, was war das? Ich gehe mal nachschauen. Ah, oh, ich kann Poppy, mich nicht bist mehr du okay? bewegen. Wer war das? Gut, dich zu sehen. Es war... Wer war es? Sag es mir, bevor es zu spät ist. Beweg mich nicht, ich bin verletzt. Aber ich muss es wissen, Hoppy. Okay, fein. Es war... Nein, Hoppy! Du bist so jung zum Sterben! Warte. Catnap hat das alles getan. Willst du mich verarschen? Wieso sollte ich? Schau dir dieses Video an. Du kannst mir später Vielen Dank, Hoppy. Jetzt mach dich bereit, behandelt zu werden von dem besten Playcare-Arzt. Wo hast du das gelernt? Script Comfort. Catnap kann ja, ich... Ja, sicher. Es ist nur so, dass ich mich sicher fühle, wenn ich mich an dir anlehne. Ich bin froh, dass du mir vertraust. Ist ja nicht so, als würde ich auf den richtigen Moment warten, dich anzugreifen, wenn du völlig unvorbereitet Stopp. Bist. Was? Dugday? Er schon wieder? Stopp, bleib weg von ihm. Du musst das sehen. Es geht um Catnap und was er mit den anderen alles gemacht hat. Wieso siehst du uns so an? Oh, ihr redet zu viel. Oder etwa nicht? Keine Sorge, ich Catnap? Kann helfen damit. und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Hey, gib mir meine Kassette zurück. Warum hast du die Kassette versteckt? Verbirgst du etwa was? Nichts davon. Die Kassette war ein Fake. Hier ist die echte. Lasst uns mal sehen, was da drauf ist. Guten Morgen, Crafty. Guten Tag, Catnap. Du bist so toll. Oh, danke schön. Du bist auch toll. Ich mag dich wirklich sehr, Bobby. Du hast Stil, Mädchen. Wir mögen dich auch alle sehr. Oh, Catnap, du bist so freundlich zu den anderen. Oh, mein Dog, das waren nicht die Smiling Critters. Ich bin die freundlichste Person im Playcare. Sicher bist du das? Wie kannst du dich von diesen Imitationen überzeugen lassen? Danke für dein Vertrauen. Hm? Er ist alles, aber nicht vertrauenswürdig. Lass uns in Ruhe, du bist nur eifersüchtig auf ihn. Aber Süße, ich will doch nur...
Hör auf, mich zu belästigen, oder ich zeig's dir! Wie konntest du mich so schlagen, wo ich dich doch so liebe? Ich kann das nicht glauben. Das ist nicht einfach eine Abfuhr. Küssen wie eine Lady und schlagen wie ein Boxer. Perfekte Mischung. Ich glaube, ich gebe es auf. Was? Nein, es gibt keine Möglichkeit. Hobby Hopscotch war genau hier, nicht wahr? Ich habe viel zu viele Fragen, aber ich habe keine Zeit zu verschwenden. Es führt genau hierher. Bitte sag nicht, dass sie tot ist. Hoppy, bist du hier? Oh mein Gott! Hilft uns jemand? Ich kann nicht mehr. Du bist dabei, uns alle zu zerstören. Nein, lass mich euch helfen. Los geht's, seid frei, meine Freunde. Du bist unser Held. Ja, danke. Dafür wird Catnap bezahlen. Ich werde ihn stoppen, ein für alle Mal. Warte, komm nicht näher. Warum tust du das, Liebling? Warum tust du das? Nehmen wir an, ich habe vor, die Stunde der Freude zurückzubringen. Nein, bitte. Ich muss nicht mehr so tun, als ob. Nimm das, du böses Kätzchen! Schlägt härter zu als Experiment 1006. Du glaubst, du kannst mich mit deinen albernen Hundi-Gimmicks fertig machen? Ich vernichte dich. Ich weiß, was du mit den Smiling Critters gemacht hast. Ja, du hast uns in einem Käfig gesperrt. Das stimmt. Ich lasse nicht zu, dass du ihr was antust. Dark Day, ich kann nicht glauben, dass du das alles für mich Komm tust. Komm schon, du Schoßhund! Alles klar, letzte Runde. Du wirst für alles büßen, was du meinen Freunden angetan hast. Du bist weich geworden. Autsch, oh Dog. Dark Day, bitte sei vorsichtig. Ich bin kein Mörder mehr, hörst du? Ja, Ouch. Du bist schwächer. Wen juckt's? Vergiss nicht, woher wir kommen. Wir sind Experimente. Experimentiere mit dem. Nein. Das kann nicht sein, er hat es immer noch drauf. Experimente oder nicht, wir müssen die beschützen, die wir lieben. Du hast das uns macht gerettet. Man nun mal für die Liebe. Dark Day ist genau hinter Was dir. Was meinst du damit? Oh mein Dog, das ist einfach nicht möglich. Deine Tricks satt. Ich werde dich töten. Das ist einfach unglaublich. Wie konntest du einen Sturz aus so einer Höhe überleben? Zeit, um ein Held zu werden. Sprich dein letztes Gebet. Bleib weg von Nein! Nein, nicht mein Schwanz! Diesmal gewinnst du! Oh, mein Dog! Ich dachte, ich würde diesmal sterben, aber... Renn, Feigling! Du hast mir das Leben gerettet, ich schulde dir ein Leckerli. Kein Problem, aber Mädchen zu belästigen ist keine das gute Sache. Das war nicht Sache. Meine Intention dahinter, aber ich würde mich nicht beschweren, wenn du heute Abend mit mir abhängen würdest. Was sagst du dazu? Gutes ja. Mädchen. Ich gehe jetzt. Du bist für das Baby verantwortlich. Was? Ich? Oh, verdammt. Ich bin spät dran. Warte, ich weiß nicht mal, was ich tun soll. Ist er nicht schon zwei? Er kann auf sich selbst aufpassen. Es ist nicht so, als würde er sein Laufgitter verlassen. Hunger. Oh. Da-da-da. Freiheit. Volltreffer. Juhu. Genau so. Wie lange muss ich noch so bleiben? Du machst das großartig. Mach weiter so. Kann ich mir Rot ausleihen? Oh, sicher. Hier hast du es. Warte, wo ist es? Es war genau hier. Willst du Spielchen mit mir spielen? Dann los. Hä? Ich war es nicht, ich schwöre. Aber wir sind noch zu zweit. Wer war es dann? Keine Ahnung. Vielleicht war es die Farbfee. Was? Hey, warte mal. Mein Gemälde! Du hast es ruiniert! Aber ich war die ganze Zeit hier! Weißt du was? Ich denke, dein Gemälde braucht noch ein bisschen Grün! Und meine Zähne! Das reicht, Mädchen! Los geht's! Yeah. Yeah. Hier ist etwas Rot für mich! Autsch. Autsch. Mädchen, soll ich meine Pose ändern? Hallo! riecht, als wäre es fast fertig! Ich bin gleich zurück, Mr. Fishy! Lecker. Was? Wo ist Mr. Fishy hin? Er muss ins Meer zurückgekehrt sein. Gut, dass ich noch mehr hab. Oh, stimmt. Der Salat. Lecker, schmecker, yummy. Und los geht's. Oh, nicht schon wieder. Diese Fische haben wohl Heimweh. Okay, keine Unterbrechungen mehr. Oh, Mist, ich hab das Gewürz vergessen. Bin gleich zurück. Wow, noch mehr essen. Ja, lecker. Hä? Was? Jetzt reicht's mir aber. Wer klaut mein Essen? Wo bist du? Bauch jetzt voll. Ich hab den Dieb gefunden. Komm raus, komm raus. Wo Catnap immer du so bist. Gruselig. Bleib genau da. Wir werden... Hey, komm her, du Schweinchen. Was? Nein, ich sollte dich stattdessen essen. Warte, es tut mir leid. Ich bin fast da. Ist das nicht gefährlich, Bobby? Das ist in Ordnung. Bären können klettern. Wenn du das sagst. Oh je. Kokonuss? Oh, was für ein süßes Baby. Willst du etwas Baby Kokosnuss? Kokonuss. Heiliger Hornstrump. Vielleicht solltest du nicht... Hey, was passiert da unten? Minecraft. Kein Minecraft, kein Minecraft.
Minecraft. Tschüss, Bowie. Hilfe! Was soll ich denn jetzt tun? Das Baby ist zu viel. Oh, Kokonuss. Lecker, lecker, yum. Da ist er. Nein. Du hast mein Kunstwerk sabotiert. Du hast mein Essen ruiniert. Du hast uns fast zerquetscht. Entschuldigung? Oh, ein Kart und etwas Milch, falls Baby Durst bekommt. Yay! Schnappt ihn euch, Mädels! Auch. Ich hatte ihn! Lasst ihn nicht entkommen! Ja! Zeit für meine Babyflasche. Lecker! Wir haben einen Läufer! Aber so leicht kommst du nicht davon. Jetzt habe ich... Was zum... Bäuchlein voll! Hey. Juhu. Das Ei ist im Nest. Verstanden! Los, Leute! Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst! Jetzt haben wir ihn, Leute! Hilf auf ihn! Feuer! Tschüss, Freunde! Oh Gott! Oh Gott! Ihr wollt mich doch veräppeln! Sei dir deines Sieges doch nicht so sicher, Kleiner! So lustig! Oh, Hilfe! Das Baby! Autsch! Baby ist zurück! Wer ist jetzt beschäftigt, Baby? Oh, komm schon, das war leck! Oh, hey, Kleiner! Hey. Du siehst so süß aus mit deinen kleinen Würfeln! Schau, Tata, schau! Hä? Wer ist das? Was ist denn los? Dein kleines Ungeheuer war los. Was? Er ist doch nur ein Baby. Und er hat uns allen den Tag ruiniert. Du meinst diesen kleinen Kerl? Kuckuck, gu, da, da, da. Ja, ihr seid verrückt. Was zum... Oh je. Los geht's. Schnappt sie euch. Oh, hier geht's nicht weiter. Kommt schon, Leute. Ich bin sicher, wir können darüber reden. Komm schon, Kleiner. Entschuldige dich einfach oder so. Du riechst wie Kacke. Das reicht. Nein. Abi. Mein Kind. Nein. Yeah. Gib dich zurück. Bleib genau da. Oder er schwimmt mit den Fischen. Nein. Lass ihn los. Loslassen, sagst du? Hey, Leute. Du? Was? Hey, habt ihr mein Baby gesehen? Mama. Wir haben nur gespielt. Was macht ihr mit meinem Baby? Lauft! Nun, Fische, hier kam ich! Mein Baby! Mama! Geht's dir gut? Ja. Lass mein Kind in Ruhe! Oh, hey, Schatz! Dada! Ich war besorgt. Jetzt wie geht's unserem Chat? Bereit für ihre Befehle, Katynap, du bist meine beste Soldatin. Und als solcher fordere ich dich auf, diese verdammte Katze Katynap zu finden und zu erledigen, bis nur noch Asche übrig ist. Warum haben sie es zerstört? Oh, sorry, welch ein Schlamassel. Aber es sollte klar sein, was dein Ziel ist. Schick ihn ins Reich der Träume. Ich habe es laut und deutlich gehört, Sir. Verlassen Sie sich darauf, dass ich es so schnell wie möglich erledige. Weiter so, Dog Day. Das wird super. Mein Ziel ist genau da. Wir haben es geschafft, Katynap. Genieß dein Danke, neues Zuhause. Mann. Endlich werde ich nicht mehr auf den Teppich schlafen müssen. Danke. Gern geschehen, mein Freund. Versuche es sauber zu halten, da das Holz brechen könnte. Aber das Haus gehört dir und das ist das beste Gefühl der Welt. Katynap, schau hinter dich! Das ist dein Ende. Oh nein, er hat mich entdeckt. Zeit, meine Mission zu erfüllen. Warte! Komm so her! So süß! Wage es ich habe noch nie eine Katze gesehen, die so süß ist wie du. Warte, denkst du das wirklich? Danke für die Blumen. Ich werde eine Überraschung für dich vorbereiten. In Ordnung, los geht's. Was zum Teufel ist gerade passiert? Ich komme, Was Schatz. Soll das denn werden? Deine Mission war es, ihn zu Fall zu bringen, nicht dich in ihn zu verlieben. Aber er ist so nett zu mir und all das. Also ich verbiete dir, den Feind zu lieben, Katynap. Verstanden, Sir. Hervorragend. Setze deine Aufgabe fort. Wie schade. Hey, da bist du ja. Wo warst du? Ich wurde von einem Schmetterling abgelenkt. Gerade rechtzeitig für die Überraschung. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Setz dich, meine süße Dame. Das Essen sollte jeden Moment kommen. Ich hoffe wirklich, es gefällt dir. Danke, Koch. Ihre Bestellung ist fertig. Das hast du alles für mich gemacht? Oh, danke. Das ist das Mindeste, was du verdienst, Liebes. Du meine Güte, du bist ja ein wahrer Gentleman. Ich freue mich, dass es dir gefällt, Schatz. Ich kann es in einem einzigen Bissen essen. Lecker. Siehst du? Oh nein. Hör auf, herumzuspielen. Dein Ziel ist direkt dort. Beende es sofort. Ich bin noch nicht bereit. Was ist ich los, will nicht, Schatz? Dass dir etwas passiert. Und woher soll ich wissen, ob das... Mua. Was?
Wir werden damit fertig werden. Du hast recht. Nichts kann uns schlagen, solange wir zusammen sind, okay? Oh ja. Aber ich... Die Schonzeit ist vorbei. Erledige ihn. Das tut mir wirklich leid. Was soll ich jetzt tun? Ich muss meine Pflicht um jeden Preis erfüllen. Aber ich mag ihn. Nein, ich muss stark sein und dem Einzigen helfen, der mir so viel geholfen hat. Es tut mir leid. Das ist recht. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Ihr Wunsch ist mein Befehl. Liebster, liebst du mich? Natürlich tue ich das. So zynisch. Dann vergib mir das hier. Ja, tu es. Nein, ich kann das nicht tun. Ich liebe dich auch. Unmöglich. Ich wusste es. Warte, ist etwas falsch, Liebling? Wir beide sind in großer Gefahr. Was? Warum? Es spielt keine Rolle. Folge mir jetzt einfach. Okay, gut. Er könnte überall sein. Ja? Komm hierher. Okay. Hier sollten wir zumindest für eine Weile sicher sein. Ich verstehe nicht. Vor wem genau verstecken wir uns? Ein böser Schurke. Klingt ziemlich überzeugend. Sei wachsam. Er ist schneller, als er aussieht. Wenn du etwas richtig erledigt haben willst, mach es selbst. Nein! Tu ihm nichts! Gut gemacht. Ich habe ihn nicht für dich hierher gebracht. Lass ihn los! Hör auf, du Narr! Ich werde beenden, was du nicht konntest. Das kannst du mir nicht Schau antun. Schau zu, wie ich es tue. Oh nein, das ist ernst. Wie konnte ich ihn gehen lassen? Ich bin so eine schlechte Katze. Ist das, was ich denke, dass es ist? Mein süßer Catnap, ich habe dich wirklich von ganzem Herzen geliebt. Wenn wir zusammenbleiben, kann uns niemand aufhalten. Ich werde dich vermissen. Nein, ich muss ihn jetzt sofort retten. Warum steht alles auf dem Kopf? Lass mich los! Oh nein, das ist schlimmer, als ich es mir je vorgestellt habe. Das wird ein Ende sein. Ja, nein. Es ist schwer, auch nur einen Finger in dieser unbequemen Position zu bewegen. Aber ich habe keine Angst. Catnap wird mich retten. Da bin ich mir sicher. Was? So lustig. Was ist so lustig? Sie hat von Anfang an für mich gearbeitet, seit Beginn eurer Beziehung. Wollte sie mich die ganze Zeit wirklich erledigen? Das kann ich nicht glauben. Das ist dein Ende, du Fischfresser. Magst du Heavy Metal? Nein, absolut nicht. Endet es wirklich so für mich? Ja, verschwinde einfach. Bist du sicher, dass wir das nicht besprechen können? Yeah. Oh. Nimm das! Jetzt ist es an der Zeit, dich anzurennen. Was? Catnap, bist du hier, um mich zu retten? Du bist ein verfluchter Verräter. Ich habe einen freien Dafür Willen. Dafür wirst du bezahlen. Zwing mich dazu, Cyborg. Ich hätte dir nie vertrauen halt sollen. Halt den Mund. Komm schon, sie braucht Hilfe. Ich habe dich nur bei einer Sache um Hilfe gebeten. Und du konntest es nicht mal für jemanden tun, der sich schon immer um dich gekümmert hat. Es tut mir leid. Dafür ist es jetzt zu spät. Starke Hand Nein, wird sich um dich kümmern. Ich wollte nie etwas davon. Aber hier sind wir jetzt, Catnap. Nach allem, was ich für dich getan Nein. habe, sind wir hier. Das. Er ist stärker, als ich dachte. Was? Schlechter Zeitpunkt, um mir stecken zu bleiben. Geht es dir gut, Liebling? Ja, danke. Es ist Zeit, das endgültig zu beenden, Prototype. Nein, warte. Bitte, hast du vergessen, dass ich mich um dich gekümmert habe, seitdem du ein kleines Kind warst? Wie könnte ich vergessen, wer bei mir war, als sonst niemand da war? Aber... Bitte, drücke nicht diesen Knopf. Aber du... Drück ihn! Er hat versucht, uns zu töten. Du hast völlig recht. Prototype, hier endet es. Danke für alles. Nein, warte! Das kannst du nicht mit mir machen, du undankbare Katze! Mach dir keine Sorgen. Du hast das Richtige getan. Und jetzt können wir in Frieden zusammen sein. Du hast recht. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich schulde dir noch einen großen Gefallen. Ja, jetzt sind wir quitt.